Hallo und damit herzlich willkommen zurück bei Traveler's Rest aus der Schnapsdrüssel. Oh ja, Katze. So, ich gebe dir erstmal ein bisschen was zu trinken. Hallo? Füllen? Ich muss sagen, ich bin gerade Zukunfts-John, ne? Der Vergangenheits-John hatte nämlich leider ganze 14 Minuten vergessen, sein Mikrofon anzuschalten. Also, beziehungsweise das Mikrofon war schon an, aber er hatte vergessen, das nochmal auszuwählen. Deswegen, ich weiß gar nicht, was er jetzt hier macht. Okay, er guckt der Katze hinterher. Was ist denn da los? Genau, wir wollten ja hier dekorieren. Okay, beide gehen raus. Tschüss. Oh Gott. Was machen die denn hier? Was machen die denn hier? Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn du irgendwo bist, ne? Übernachtest oder so. Im Hotel, wie auch immer. Gästezimmer, Hostel. Dann verlässt du das doch auch nicht so dreckig, oder? Na, gut. Alles klar, ich mache jetzt erstmal einen Löwenbanner hier dran. Ich würde das gerne so mittig machen. Das Bett, beziehungsweise die Fackel. Ja, das geht nicht. Ich mache das mal ganz nach oben. Das wäre auf jeden Fall witzig, aber macht wenig Sinn. Ne? Okay. Da haben sich gerade die Katzen zu Wort gemeldet. Was auch immer da schon wieder vorgefallen ist. Können wir das eigentlich auch hinter das Bett machen? Nee. Nee, aber das Bett... Ja, das Bett... Ah, das ist nicht ganz an der Wand. Ah, okay. Das Bett ist noch nicht gemacht. Ach so, weil das Bett noch nicht gemacht ist, kann ich das also nicht bewegen. Okay. Okay. Ich verstehe. Okay, vor allen Dingen, ne? Okay. So, den Teppich da. Ich würde gerne noch einen anderen Stil machen. Ja, vielleicht so etwas, ne, Polunder-mäßig. Dann mache ich das mal hier in der Mitte. Da muss ich mal schauen. Warte mal. So würde es passen. Der Kaktus kommt weg. Dafür machen wir eine schöne Lilie rein. Ne? Und hier die Äxte. Ja, das ist natürlich, ja, das könnten wir jetzt da drunter packen. Sieht aber auch scheiße aus. Das sieht ein bisschen so vollgeklumpt aus, ne? Direkt da drunter. Naja, ich weiß ja nicht. Andersrum wäre natürlich auch witzig, aber... Ich finde es schade, dass man das nicht so hochkant machen kann, ne? Das finde ich schade. Das wäre halt echt schön, ne? Genau, da zeigt das nochmal. Das wäre nämlich echt schön. Okay, pass auf, aber ich würde das gerne... Die Aufteilung gefällt mir nicht ganz. Ich könnte natürlich das Bett auch in der Mitte machen. Da müsste ich den Banner natürlich ein bisschen verschieben. Oder hier. So, ne? Oder draußen auf dem Flur. Da ist das dann das Bett, ne? Das Zimmer hat er da, aber er muss auf dem Flur leider schlafen. Okay, pass auf. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich nehme erstmal den Tisch. Warte mal. Nee, der geht nicht weiter rein. Dann mache ich das mal weg. Nee, geht trotzdem nicht. Okay. Ja, hier unten rechts in der Ecke wäre natürlich auch schön, ne? So unten rechts. Und dann das da noch hin. Dann hätte das natürlich da mehr Platz. Aber das wäre so ein bisschen... Ja. Dann noch ein Blümchen da rein. Ja, einfach alles vollstellen hier, ne? Wir machen ja alles für den Komfort. Egal, wie scheiße es aussieht. Aber ich mache das jetzt mal weg. Ich würde gerne... das Bett in der Mitte machen. Wo haben wir denn jetzt das Bett? Da ist das Bett. Ganz an der Wand. Warte mal. So, das ist die Mitte. Den Teppich können wir drehen. Können wir den drehen? Ja, den können wir drehen. Damit man weiß, wenn du dann morgens aufschießt, nicht mit den nackten Füßen da direkt auf dem kalten Boden, dann ne, hast du da ein bisschen was Flauschiges. Okay, das Banner nochmal in der Mitte rücken. So ein bisschen. Na, Hilfe. So. Dann vielleicht nochmal ein Blümchen da in der Ecke. 49 Komfort. Ja, das ist natürlich jetzt nicht viel. Vielleicht können wir das auch hinter das Bett machen? Warte mal. Yo. Ja, das sieht dann halt auch ein bisschen... mit den Noppen da links, rechts, ne? Man weiß halt nicht, was es ist, aber es ist auf jeden Fall da. Gut, das wäre erstmal so.
Dann schauen wir mal, was wir hier machen. Ach, hier ist er noch dreckig. Oh Gott. Hallo? Sauber? Da, wischen. Dann machen wir erstmal sauber. Und vor allen Dingen das Bett gleich. Weil vorher können wir ja nichts bearbeiten. Genau, den Tisch, den mache ich mal dahin. Ich tue natürlich so, als ob ich, ne, du weißt schon. Ein bisschen weiß ich ja noch, was er gemacht hat. Dann da nochmal ein Blümchen rein. Dann haben wir hier links, rechts, unten oben Blümchen. Ist ja auch ganz schön. Ja, da könnte man natürlich ein bisschen, ne? Ein bisschen, ja. Das ist erstmal so unser Musterzimmer, ne? Mit der Fackel weiß ich gar nicht. Da müssten wir theoretisch auf der anderen Seite auch eine Fackel machen, damit das auch gleich aussieht. Haben wir noch Fackeln? Ne, wir haben die Kohlebecken. Gehen die auch als Lichtquelle? Warte mal, wenn ich den jetzt dahin platziere und die Fackel mal wegnehme. So, pass auf, dann geh ich mal da rein. Ja, erstmal aus dem Baumodus. Da müsst ihr mir jetzt unten rechts anzeigen. Ja, okay. Okay, Kohlebecken geht nicht als Lichtressource oder als Lichtquelle. Wir brauchen die Fackel, ne? So, ich platziere die mal. Jo, ja, wir brauchen die Fackel. Gut, vielleicht könnten wir ja, ja, mal schauen mit den Kohlebecken, ne, das gibt ja auch nochmal 10 Komfort. So, Kater bleibt draußen. Und hier das, ach, den Nachttisch haben wir ja auch noch. Den Nachttisch. Gut, den stelle ich einfach mal dahin, ne? Ja, den stelle ich einfach mal dahin. Gut, okay. Dann schaue ich nochmal, wie viel Komfort da, 64 hat das jetzt. Pass auf den Teddy. Ich würde ihn gerne so, ich würde ihn gerne auf den Nachttisch stellen, ne? Pass auf, dann packe ich die nochmal da drauf. Dann haben wir 67. Gut, wenn wir später die Kohlebecken haben, dann haben wir da auch nochmal ein bisschen. Und auf der einen Seite machen wir genau, auf der anderen Seite machen wir genau dasselbe. Ach ja, ich kann es ja nicht, ja. Ich muss ja erst das Bett machen, damit ich es bewegen kann. Da war ja was. Ja, da war ja was. Okay. Alles klar, dann gehen wir mal rüber. Und dann mache ich mal hier zu, damit der Kater nicht reinläuft. Dann mache ich mal erstmal das Bett. So. Und jetzt lass mich mal schauen. Kann ich das jetzt... Ah, nee, ich kann es noch nicht... Ah, ich kann es wegen dem Tisch noch nicht platzieren. Okay. Das müsste die Mitte sein. Jo. Den Tisch machen wir wieder davor. Den Schemel davor. Hier einmal nochmal drehen. So. Und zack. Und einmal den Nachttisch. Dann das Banner. Wir haben natürlich jetzt noch den Kaktus. Den würde ich vielleicht auch noch gleich da reinstellen. So, ist das... Ist das genau gleich? Ich glaube schon, ne? Ja. Ja, die Äxte... Ne, dahinter geht's leider nicht. Aber warte mal, da. Da war gerade noch ein Spot frei. Da, ja, da, da, nein, 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 nach links. Da ist er. So. Ja, sieht natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, ne? Bedürftigt. Gewöhnungsbedürftigt. Der Kaktus. Gut, da haben wir jetzt 54. Wenn ich jetzt das Kohlebecken nochmal da reinmache, dann haben wir 64. Vielleicht können wir auch das Kohlebecken so. Dann müssen wir halt später nur mit der Äxte schauen, dass wir die nochmal rausnehmen. Und dann die Fackel einfach da drüber, weißt du? Dann ist die Fackel halt so, ja, für einen Tag. Und abends dann halt das Kohlebecken, ne, wenn es dann so zur Schlafenzeit geht, damit das dann halt noch so ein bisschen glimmt. Ne? Gut, wir bräuchten dann nochmal 2 Fackeln und 2 Kohlebecken. Ja, und die Äxte, ja, die lasse ich jetzt erstmal drin. Ne, dann hätten wir das erstmal soweit. Gut. Alles klar, dann gehen wir mal hier raus. Mehr wollen wir erstmal nicht machen. Dann schauen wir mal, ob wir draußen herstellen. Ah, guck mal, schon ein Gold 13. Ja, nice. 82 Komfort. Sehr schön. Und der eine hat auch 99 Silber schon. Ja, gefällt mir. Gut, wir schauen mal draußen. Ah, guck mal. Ah, es ist Herbst. Ah, hat Traveler's Rest dann endlich mal geschafft, ein Update zu machen. Ne, weil Oktober ist ja schon vorbei und November, ne, ist ja auch schon vorbei. Ich frage mich, ob es dann bald ein Schnee-Update gibt. Ah, das wäre schön. Schnee-Update und das zwischendurch auch mal ein bisschen schneit. Das wäre cool. Sind die fertig? Ja, ne? Was waren? Ah, weiße Trauben. Okay. Okay, weiße Trauben. Hier ist erstmal nichts. Das sieht nicht fertig aus.
Und hier ist auch noch nichts, ne? Da müssen wir auch noch mal ein bisschen abwarten. Ein, zwei Tage. Mache ich das jetzt selber oder kaufe ich das einfach? Ich weiß ja nicht, wie viel das kostet. Wir haben noch ein Gold, 55 Silber. Ich schau mal. Wo ist denn das? Ne, hier nicht. Braun, da wird es auch nicht sein. Ich mache mal alle. Wir brauchen Fackeln und Kohlebecken. Oh, guck mal, ein schönes Blümchen. Buch voller Buchstaben. Aber kein Komfort drauf. Ist das vielleicht bei Deko? Ah, Deko. Ah, die Rüstung wäre natürlich auch geil. Komfort 20. Da hätten wir, wenn wir links und rechts hatten, dann hätten wir ne, einen Raum allein schon durch die Rüstung mit 40 Komfort. Ich habe natürlich jetzt schon die Fackeln gesehen, nur der Vergangenheitsjohn hat die nicht gesehen. Der schaut, der guckt jetzt erstmal nochmal blöd, ne? Der guckt jetzt nochmal ein bisschen. Ja, nein, bei Verschiedenes wird es auch nicht sein. Da ist es auch nicht, nein, nein. Bei Braun ist es auch, nein, nein. Bei Möbel, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, das ist doch nicht. Wie blöd bist du denn? Oh, er könnte natürlich auch suchen, ne? Oben links haben wir eine Suchanzeige. So, da ist die Fackel. Ja. So, einmal zwei. Also, zweimal. Einmal zwei. Und dann Kohlebecken. Das kommt nämlich auch sofort danach. Damals. So, die können wir nämlich auch nochmal nehmen. Okay. Können wir uns gerade noch so leisten. Jetzt haben wir noch 19 Silber. Gut, dann müssen wir mal ein bisschen wieder einnehmen. Dann würde ich die Taverne aufmachen, ne? Ich schaue nochmal, wie sieht es mit dem Tee aus. Oh, wir müssen das Inventar auch mal irgendwann aufräumen. Oh Gott. Tee hatten wir jetzt da nur. Wir haben noch das Bier. Brauchten wir das für ein... Ne, das hatten wir so gemacht, ne? Ja, das hatten wir so gemacht. Essensmäßig. Okay, da kann ich das Toastbrot nochmal reinpacken. Ich mache nochmal eine Sortieren. Hat er jetzt sortiert? So, Trends. Ja, Trends, ja. Die Trends sind eigentlich für den Arsch, ne? Weil wir davon halt noch nichts machen können. Oder beziehungsweise noch nicht wirklich... Ja, die Materialien dafür haben, pipapo, ne, das dauert halt noch ein bisschen zu lange. Pass auf, das Bier, die 24 Dinger, die kann ich ja erstmal so lange da reinschmeißen. Die können ja ruhig reifen, ne, dass wir dann später nochmal verkaufen können. Und sonst würde ich sagen, haben wir soweit alles. Ich schaue nochmal draußen. Ich wollte nochmal gucken, was wollte ich denn nochmal gucken? Ah ja, genau, Essensvorbereitungstisch, ne? Wie viel der kostet, stimmt. 75 Silber, okay, das geht eigentlich. Das geht eigentlich, ne? Wenn wir da ein bisschen ausbauen, dann, ne? So, ich schaue nochmal wegen Aufträge. Mildes Ale Honig, das können wir eigentlich herstellen. Hier, das mache ich mal raus und ganz ehrlich, den mache ich auch mal raus. Obwohl, ne, den lasse ich doch, den Vergangenheit schon, lässt den wohl nochmal drin. Okay, der braucht da nur eine Tomate, glaube ich, für, ne? Da hat, glaube ich, nur eine Tomate gefehlt. Okay, wir machen mal auf. Ne? Und jetzt gleich sofort merkt Vergangenheits-John, dass er ganze 14 Minuten nicht geredet hat. Deswegen würde ich so mal sagen, ne? Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Der macht ja jetzt ein paar Bestellungen und dann ne? Sagt Zukunfts-John erstmal Tschüss. Ich muss natürlich jetzt gerade noch ein bisschen die Zeit überbrücken, weil ja, das dauert halt noch 30 Sekunden. Hä? Kaum aufgemacht? Kaum was bestellt? Schon Stress machen oder was? Was ist denn hier los? Okay, einmal hier, zack, zack. Zack, zack. Oh, 6 Silber. Nice. Okay. Und der Kater. Ah, ja, der Kater. Ja, der ist so müde. So, haut er jetzt ab? Ja, der Kater haut ab. Da können wir direkt mal die Tür wieder zumachen. Tschüss. Und ich würde sagen, ich sag auch mal Tschüss. Und rede jetzt einfach nicht mal weiter. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. So, da bin ich wieder. Das war, ne? Ich dachte, ich hätte alles... Jetzt hört man mich, ne? Ich dachte, ich hätte alles eingestellt. Die Musik ist ein bisschen laut, ne? Warte mal. Die Musik ist gerade ein bisschen laut. So. Ne? Die soll ja nur im Hintergrund düdeln. Ich dachte, ich hätte alles eingestellt. Mikro auch, weißt du? Weil... Ich rede ja über einen Voice-Mod. Ja. Und habe natürlich den Controller eingestellt als primäres Mikrofon. Und deswegen, ne? Scheiße. Ich habe das gar nicht gesehen und ich habe auf OBS geschaut.
Und ich laber und laber und hier und da, pipapo und hier, ne? Und ja, das wollte ich doch nochmal gucken. Und ja, wie sieht's denn aus hier, ne? Ja. Was ist los? Wird's kalt oder was? Nee. Die haben irgendwo kein Licht, ne? Naja. Huch. Ach so. Ja, die haben, glaube ich, irgendwo kein Licht gehabt. Deswegen. Oh, la la la, la la la. So. Nee. Hä, warum war denn jetzt gerade... weil es wahrscheinlich dreckig war. Na, okay. Okay. Wir müssen gleich mal erstmal wieder Tee herstellen. Also so ein langes Voice-Over muss ich, glaube ich, noch nie machen. Ne? Wäre auch mal witzig, einfach überhaupt kein Voice-Over zu machen, sondern einfach so, ne? Oder einfach mal mit so einer verschiedenen, oder irgendwie so, ne? Ich so, ne, so halt, du ne? So. Okay, ich fülle mal direkt mal wieder nach hier. Zack. Und zack. Aber das Gute ist jetzt, dass wir nur noch den Tee haben. Das ist ja schon mal sehr gut. Das gefällt mir. So, bitteschön. Und da kriegen wir mal 2 Silber für. Gut, wir werden natürlich jetzt nicht den großen Umsatz machen, weil wir jetzt natürlich spät angefangen haben. Aber nichtsdestotrotz sollte das funktionieren. Hä? Ach so, okay. Ah, okay, ich habe noch zweimal den... Ja, er macht ja schon. Zweimal den normalen, ne? Glaube ich. Ja. So. Habe ich zweimal noch den grünen oder was? Ich weiß ja gar nicht. Wenn ich den jetzt wegmache, kann ich den überhaupt wegmachen? Ich weiß gerade nicht. Ich weiß gerade nicht, was ich da... Ich weiß gerade nicht, was ich da in der Hand habe hier, ne? Ich mach den mal weg. Ah, jetzt habe ich die im Inventar, okay. Ich dachte schon. Irgendwie ist gerade hier was... Warte mal. Ist das gerade hier das Spiel, das so laut ist, oder was ist los? Ich höre die Musik fast gar nicht. Ne? So. Also irgendwie ist gerade der Wurm drin. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, was los ist. Warum das so komisch auf einmal alles ist. Ja. Schauen wir einfach mal. Ne, es gibt natürlich auch mal ein paar Folgen, wo halt mal ein bisschen der Wurm drin ist, ne? Da muss man halt schauen, dass man das Beste draus macht. Aber das kriegen wir ja alles hin hier, ne? So, bitteschön. Ich würde gerne ich will immer 2 Euro sagen oder 2 Dollar will ich immer sagen, ne? 2 Gold. Würde ich gerne einnehmen. Und wir verkaufen ja natürlich jetzt hier in Suppe 1 Silber. Ja. Ich brauche Fleischeintopf oder so, ne? Ja. Das sieht richtig kacke aus. Ich brauche mal wieder einen Fleischeintopf oder so. Das wäre gut. Damit haben wir eigentlich immer gut Geld gemacht, ne? Wir sollten generell mal morgen, wenn wir jetzt gleich pennen gehen, mal auf Dings gehen. Auf Ressourcenjagd. Dass wir da mal schauen, dass wir mal ein bisschen was wieder zusammenkriegen. Ne? Ja. Dann scheißen wir erstmal auf den Bauernhof, ne? Dann scheißen wir erstmal auf den... Oh, Hilfe. Erstmal auf den Bauernhof. Und versuchen erstmal die Bar hier ein bisschen, weißt du, damit wir halt richtig guten Umsatz machen. Wir müssten halt... echt geilere Sachen herstellen. Das ist das Ding. Aber wenn die... ja. Wir müssen am Anfang, glaube ich, echt erstmal damit anfangen, dass wir oben unsere Produktionsstätte ausbauen. Dass wir da wirklich sparen, den Raum größer machen. Ne, damit wir da auch... Oh, okay. Mehrere Essensvorbereitungstische hinstellen können. Dann können wir gleich nämlich schon mal welche einkaufen. Ne? 2, 3 Stück sollten drin sein. Oder beziehungsweise... Ja. Ich kaufe die dann halt schon mal. Ne? Dann können wir einen Tag wieder machen, wo wir komplett aufhaben.
dass wir da die Sachen wieder mitnehmen, ne? Beziehungsweise das Geld wieder mit einnehmen für den ganzen Tag. Da haben wir ja letztes Mal gut eingenommen, ne? Aber ich glaube, da hatten wir noch die Fleischtöpfe. Ja, ich glaube, da hatten wir noch die Fleischtöpfe. So. Ganz schön ruhig hier, ne? Nur vorhin jemanden, der sich beschwert hat, sonst gar keinen. Unglaublich. Unglaublich. So. Das Problem ist natürlich, wenn man so schludrig ist mit Traveler's Rest. Ja, dann bleibt halt nicht viel Zeit für andere Sachen. Ne? Da bleibt halt nicht viel Zeit für andere Sachen. Huch, Hilfe. Sag mal, was ist denn jetzt los hier? Ich krieg hier eine Nachricht nach der anderen. Was ist los? Was ist los? Was ist los da? Ne? Um das auch mal gesagt. Wow, wo haben wir denn jetzt die 3 Gold jetzt herbekommen? Von den Dings? Von dem Mieter? Aber kann ja gar nicht sein, ne? Weil die sind ja die noch gar nicht, ne? Hm. Warte mal, einer kostete 75 Silber, ne? Schaffen wir das? Schaffen wir das, wenn wir sagen, okay, pass auf, wir machen 3 Gold, damit wir 3-mal da oben ausbauen können. Und 75 Silber für einen Essensvorbereitungstisch erstmal wieder, ne? Ja. Ich würde halt so gerne auf die Fleisch. Ich weiß halt nicht. Ich weiß halt nicht, was hier die Phase ist, ne? Das ist halt so die Sache. So, so. Ah ja, Tee müssen wir auch, ja. Ja, okay, das werden wir nicht schaffen. Komm, ich mach zu. Das werden wir nicht schaffen. Dann ist gleich zu spät. Ne? So, beehren Sie uns bald wieder. Ja, komm, ich warte erstmal, ne? Vorher kann ich sowieso nicht bauen. Oder irgendwas hinstellen. Vorher geht das nicht. Die Musik scheint sehr laut zu sein, ne? Ich hab... Was ist denn los? Hatte ich die vorher auch so leise? Weil irgendwie finde ich die dann ein bisschen zu leise. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht bilde ich mir das auch einfach nur ein, dass sie zu laut ist. Und ich glaube, jetzt ist sie zu leise. Ja, das ist so eine Sache mit der Musik. Ne? Ich muss sie bei mir auf dem Ohr einfach leiser machen. Ja gut, jetzt ist das Stück gerade vorbei. Ja, oder weniger. Was mache ich denn jetzt hier? Ich muss das bei mir auf dem Ohr einfach leiser machen, ne? Weil in der Aufnahme wird das nicht so laut sein. Nie im Leben, never ever. Kann ja mich einfach nochmal ein bisschen lauter machen. Aber ich muss mich gerade mal anders hinsetzen. Warte mal, weil ich hier sitze hier so ein bisschen wie so ein Pascha. Und das ist natürlich nicht gesund. Okay. Ich baue direkt aus, wa? Komm, das schaffen wir noch. Ich baue direkt mal aus. So, ich hoffe, ich habe genug Materialien. Zack. Nee. Zack. Ich würde tatsächlich erstmal hier oder was? So, ne? Jo. Wollen wir... Ah, nee, warte mal, ich muss das ja... Ah, fuck it. Pass auf. Ich muss ja hier noch, ne? Herstellungszone. Zack, zack, zack. Damit das auch gekennzeichnet ist. Und jeder Bescheid weiß, da wird hergestellt. Okay. Ja gut, das mit der Farm, das... Ja, das... Scheiße, ey. Weil das, weißt du, das bremst uns so ein bisschen im Bauen. Weil wenn ich jetzt hier überall Steinweg mache, hier... Und dann heißt es, ja, du hast keinen Platz mehr für, hatten wir... Ich glaube, wir hatten die Birne, ne? Oder? Ich weiß... Nee. Ich habe keine Ahnung, komm. Scheiß was drauf. Das ist natürlich dann ein bisschen bescheiden, ne? Ich bräuchte noch eine Kiste hier, ne? Ja, ich bräuchte noch eine neue Kiste. Ja, das kann hier nicht rein. Ach, da haben wir ja noch. Achso.
Das kann auch nicht hier rein, das kann auch nicht hier rein. Warte mal, Brotkrumen, für was brauchen wir die denn nochmal? Für den Burger, für den einen? Ich weiß das gar nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, wo die Katze jetzt ist. So. Am Anfang ist das... Nein. Wenn man hier so aufsteht, ist das in letzter Zeit echt laggy geworden, ne? Warum auch immer. Okay, pass auf. Das machen wir jetzt einfach alles mal ein hier hin. Zack. Die können wir... Ich finde das so kacke, dass man... Ich finde das so kacke, dass man das nicht, ne? Dass man die nicht hier hinstellen kann und... Warte mal, kann ich die nicht einfach hier hinstellen? Nee, ne? Das geht natürlich nicht. Oh, Schnarch. Okay, wir müssen noch einen reingehen. Ne, wir müssen noch einen reingehen. So funktioniert das nicht. Gut. Du bleibst da. Oh Gott. Ja, Kater ist echt nervig, ne? Der ist echt nervig. So. Pass auf, wir können hier nochmal... Stimmt, mit dem Regal wollte ich auch nochmal schauen. Die wollte ich auch nochmal platzieren. Haben wir sonst noch was? Die Melzmaschine weiß ich auch nicht. Da weiß ich echt nicht, ne? Wohin damit? Ich weiß auch gar nicht. Gibt's die nicht? Können wir die nicht verkaufen irgendwo? Pass auf. Ich mach mal hier einfach, ne? Noch ein paar Bier hin. So. Zack. Ne, einfach nur so ein bisschen als Deko. Zack. Ne? Und zack. Und zack. Irgendwie ist das Spiel echt laggy geworden, ne? Wenn man so über die Tische geht. Mein Gott. Warum ist der eigentlich denn so? einmal drehen, bitte. So. Okay. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Wo kommt eigentlich der Dings her? Wo kommt eigentlich der Krug her? Den kann ich gar nicht aufnehmen. Hä? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Okay. Ich kann den... Nee. Hat Vergangenheit schon den dahin platziert? Ich weiß das gar nicht mehr. So, hier wollte ich eigentlich gucken, ob ich das... Achso, das ist so groß. Okay. Hier oben. Ah, sieht kacke aus. Ja, ciao. Okay. Pass auf, dann gehe ich nochmal nach oben. Ah, stimmt. Sind da jetzt noch Leute drin? So, raus. Hat der hier gar nicht vermietet oder was? Hallo? Hilfe. Okay, dann mache ich mal kurz hier sauber, ne? Wenn ich schon mal hier bin, dann mache ich mal kurz hier sauber. Und mal kurz das Bett hier, ne? So. Ja gut, jetzt wo wir natürlich da unten die Dinger haben, können wir natürlich nicht mehr hier, ne? Das Kohlebecken da hinpacken. Ne. Das ist natürlich ein bisschen dann... Scheiße. So. Da müsstest du vielleicht echt wieder... Wie viel macht das denn aus? Warte mal, war... 8 oder was? So. Hallo. Das macht 8 aus. Naja. Das ist natürlich ein bisschen... problematisch. Schade, dass ich das nicht hier irgendwie, ne? Auf dem Pixel genau einfach. Okay, das geht leider nicht. Okay. Was man natürlich noch machen könnte, wäre hier so, ne? Und hier noch so ein Moped stehen. Und hier hat man auch noch was. Das muss ja nicht unbedingt voll sein, ne? Hier so ein bisschen vom Vorbesitzer einfach. Oh nein, es ist kein Bier da drin. Ne? Die anderen Sachen... Ja, wir haben hier zu wenig Platz für Wanddekoration. Wir haben einfach zu wenig Platz.
Ich frage mich. Aber es ist trotzdem hell, ne? Okay, das ist komisch, aber ich nehme die Herausforderung ran. So, ne? Und dann könnten wir vielleicht, warte mal, wenn ich das hier runter mache, so, dann könnten wir vielleicht wieder den hier machen. Ne? Dann können wir die ja erstmal wieder da platzieren. Muss ich das jetzt jedes Mal einzeln auswählen? Okay. Nein. So. Ne, macht ja keinen Sinn, wenn die da oben befüllt sind. Das macht wenig Sinn. Nein. Ich find's auch irgendwie ein bisschen komisch, wie er die anordnet, ne? Das finde ich ein bisschen komisch. Aber nun gut. Wenn das Spiel so meint, dass es das Beste ist, dann ist das so. Das ist natürlich schön, dass man die Krüge da oben hat, wo man nicht drankommt. Ne, wo man erstmal eine Äxte vorbeiklettern muss, um Gefahr zu laufen, dass man sich vielleicht den Bauch aufschlitzt. Ne? So. Okay. Jetzt haben wir noch das eine Moped da. Das eine, wie heißt es denn?